Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Video von mir. Ich bin's, der Nevergest. Ihr habt sicherlich lange nichts von mir gehört. Und ich habe gerade einfach Lust, ein Video zu machen und auch ein bisschen zu erklären. Stopp, Moment, falsch. Ich muss gleich ganz kurz mal erstmal den Spieloptionen. Müsste es hier sein. Kamera, Musiklautstärke, Soundlautstärke. Hier mal ein bisschen runter. Ich möchte, hat schon einen kleinen Grund im Video, und zwar möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, warum momentan keine Videos kommen. Auf Twitch und hier nicht. Ich will ganz kurz nochmal die zwei Ringe reparieren. Ich habe noch nicht die Krone, ich habe noch keinen Bock, die DLCs durchzumachen. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich die DLCs durchmache, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, bla. Also, warum genau, ich bleib erstmal sitzen. Mache ich keine Videos momentan. Twitch habe ich eigentlich schon mehrfach angekündigt, aber es gibt anscheinend immer noch Leute, die nicht ganz verstanden haben, warum ich auf Twitch momentan keine Videos mache. Ich befinde mich seit Dezember bis zum 12. April, also nicht mehr lange, in Österreich und kann aufgrund des mangelnden Internets leider keine Videos für Twitch machen. Das hatte ich allerdings mehrmals angekündigt, allerdings gibt es immer noch Leute, die mich fragen, hey, wann kommen wieder Videos? Ja, bis 12. Am 12. geht es weiter mit Dark Souls 3. ja, so viel dazu. Auf YouTube kommen momentan keine Videos mehr, weil ich an YouTube einfach momentan ein bisschen Spaß verloren habe. Auch das habe ich schon mehrmals erklärt gehabt im Stream und so. Werde ich jetzt auch nicht nochmal ganz genau drauf eingehen. Ich mache schon noch Videos auf YouTube, allerdings dann eher, wenn Leute sich was wünschen. Ich werde jetzt dieses Video machen, wenn Leute sich unter diesem Video was wünschen. Zum Beispiel, zeig mir mal in Dark Souls 3, wie du den Riesen auf Level 1 machst oder so, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas, ist mir vollkommen egal. Dann mache ich diese Videos auch. Aber jetzt von mir aus gesehen ist momentan, warum sind denn hier viele Leute? Hä? Von mir persönlich aus gesehen ist momentan ein bisschen wenig, weil ich, das ganze Rendern und so momentan einfach keine Zeit. So. Und ich wollte in diesem Video einfach mal mit euch zeigen, was momentan mein Lieblingsgegner ist, mein Lieblingsboss, den ich bekämpfe, und euch auch aufrufen, gerne mitzumachen bei diesem Boss. Und zwar tue ich momentan unglaublich gerne den Nashantra plus die beiden anderen Bosse plus Dings machen. Aus dem ganz einfachen Grunde, es ist ein super Boss, um Koop zu spielen. Hier gibt es so viele coole Leute, die Koop spielen und die das Ding richtig farmen mit mir zusammen. Und es macht unglaublich viel Spaß, weil du halt einfach, ich habe Aldia freigeschaltet, das heißt, ich habe hier vier Bosse gleichzeitig, gegen die ich kämpfen kann. Das heißt, du kannst richtig lange im Koop bleiben und wenn du verkackst, also meist, wie ihr seht, ist das hier schon bloß 10, das Gebiet bei mir. Meistens stirbt bei Aldia der Koop, dann lass ich mich auch töten und dann kannst du hier halt ein paar Mal Koop fahren. Es gibt zudem, Moment, es gibt alle Bosse zusammen geben... Moment. Ah, fuck, das war falsch. Da muss ich ganz kurz nochmal die Dinger hier verarbeiten. Verwurschen. Ich benutze das bei mir kurz 1, damit ich das für die geben. Das ist mir so umständlich jetzt, aber ist ja vollkommen egal. So, hier auch nochmal erstmal nur 1 benutzen. So. Hinter mir habe ich gerade ein Zeichen gehört. Gleich aktivieren. So. Aldia gibt leider keine Seelen, aber ist trotzdem ein lustiger Boss. Alle drei Bosse hintereinander, also alle zwei Bosse hintereinander, geben mir 820.000 Seelen. Also mehr als der, also fast doppelt so viel wie der Riesenfürst gibt. Dafür muss man halt ein Leuchtfeuer opfern, das kann man sich aber farmen. Und ich finde halt die Vorteile überwiegend. Das andere brauche ich nicht bei dem. Jetzt muss ich aufpassen, der da, kann mich, wenn er den Schlag von oben macht, mit einem einzigen Hieb töten. Man merkt, ich habe den Boss schon ein paar Mal gemacht. Oh nein, 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 nein. Oh, ich hasse es, wenn mich beide Fokus nehmen. Wenn du einen Schlag abkassiert hast und ich fokussen beide. Der da. Wenn er den Schlag trifft, bin ich tot. Das obwohl ich 2000 noch was Leben habe. So ein bisschen heilen noch. Oh, da kommst du schon wieder.
Oh Mann, da können die auch mich zu fokussen, bitte. Es gibt ja einen, der ist richtig gut, der heißt, der heißt der Verlierer. Der hat den Ring des, es gibt da so einen Ring, wo die Viecher dich mehr fokussen als den Host. Da, tankt er halt die ganze Zeit, er ist richtig so ausgebaut darauf, dass er die Leute tankt und ich tue halt den ganzen Schaden machen, das ist eine coole Kombi, der Typ weiß echt, wie man spielt. Aber der zum Beispiel, der Typ, der, ja, naja. Was? Ah, ich glaube, der hat geblockt, deswegen hat er zu wenig Schaden gemacht. Ja, das sah schon besser aus. Das meine ich halt, du hast echt kaum... Erst die alte springt die ganze Zeit weg. Ich muss gesagt, ich bin ein ultra großer Fan ihres Outfits. Habe ich selber auf Level 5 und benutze es sehr häufig. Ja, das war echt gut. Boah, Alter. Ja, das ist gar nicht mal so... einfach gegen die beiden. Das meine ich halt. Das ist ultra schwer. Bewegung, ja, das zum Beispiel habe ich mit diesem dritten Angriff von ihm jetzt gar nicht gerechnet, weil das ist ultra selten, dass er den macht. Es ist halt, sie haben nicht dieselbe Angriffsanimation, das heißt, sie greift ein bisschen kürzer an als er, sie kann dafür aber auch wegjumpen, das heißt, du willst ihr hinterher. Also sie ist wendiger, macht dafür weniger Damage. Oh, unser Leib, Bro. Ich weiß es nicht. Was rein da? Okay. Bitte lass nicht beide wieder auf mich losgehen, Es gehen wieder beide auf mich los. Ich krieg eine Krise. Ah, er macht gut Damage. Autsch. Muss nur dodgen können. Boah. Nur dodgen konnte übrigens nicht. Ja, das ist nice. Okay, jetzt. Oh, was? Sie belebt ihn sofort wieder? Ah, ne, sie hat ihn nicht wieder belebt. Immer noch hinter mir her? Ach, ich kann nicht... Ja, ich kann nicht heilen, solange sie mich angreifen. Das ist ätzend. Ein bisschen zu viel. Einerseits... habe ich ja weniger FPS durch das Aufnehmen gerade. Zweitens habe ich weniger Ausdauer. Und drittens, gerade noch mit dem Armschutz, das war jetzt ein bisschen viel Behinderung auf einmal. Sehr schön. Ich habe keinen Plan, wie mich das nicht getroffen hat. Alter, macht der Junge Damage, ey. Nice.